Dann hätte ich das Intro mal vorher aufgenommen. Hi Taekwondo Crew. Wie ihr seht, bin ich schon gut durchgeschwitzt, habe das Video im Kasten. Heute Workout Advanced, aber jetzt auch nicht unschaffbar. Ich würde mal sagen, so Grüngurt, Blaugurt, könnt es auf jeden Fall locker alles sofort mitmachen. Alle anderen müssen sich vielleicht ein bisschen reinfuchsen. Also wenn ihr neu seid, traditionelles Taekwondo lernen wollt, probiert es. Aber seid auch nicht gleich total demotiviert, wenn nicht alles aufs erste Mal klappt. Vielleicht braucht man da ein paar Wochen, ein paar Wiederholungen, bis es dann ganz toll geht. Aber ja, wir starten mit dem Warm-up, dann haben wir verschiedene Kombinationen aus dem Taekwondo und am Schluss wieder ein bisschen Stretching, aber diesmal ja, mit leichtem Kraftfokus. Haut's rein, habt Spaß, aber trainiert's vor allem sicher und gesund. Clear! Ayo, Kyunge, Chumbi. So, dann starten wir mit dem Warm-up. Einfach schön dynamisch alles miteinander warm machen. Ein bisschen Cardio ist auch dabei. Auf geht's. Zack, einer, drei, set, net, rasset, jasset, ego, judo, aho, jol. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Nehmen wir das linke Bein ein bisschen raus. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und das rechte. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Wir drehen uns seitlich. Eins. So. Ruhig den ganzen Körper drehen. Kopf kann auch mitgehen. Und dann nehmen wir die Arme nach vorne, Anna. Du set, net, das, ego, judul, aho, jol. Und wir hüpfen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Wir versuchen beide Arme zweimal rum. Einsprung. Nur mal probieren. Und noch gern nach hinten. Eins, zwei. Und mit Sprung nach hinten. Hopp. Eins, zwei, drei, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und selbe aus der Drehung zweimal. Und zweimal. Und runter. 5, 6, 7, 8, 9, 10 und wechsel. Auf und nieder. Einmal zur Mitte. Und zur Seite. Lange Fußstellung. Hüfte geht tief. Und Sprungwechsel. Hüfte geht tief. Und immer Wechsel. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und wo wir schon mal hier sind, 10 Push-Ups. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, 10 und jetzt geht immer ein Bein raus, halten und zurück. Gute Bauchmuskelübung, Koordination, nur einmal leicht antippen, Spannung halten. Und immer noch halten und leichte Sprünge, Grätsche hinten, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wir gehen nach unten. Einmal Füße zusammen und wippen. Einmal linke Bein nach vorne. 6, 7, 8, 9, 10. Rechte Bein vor.
Eins, zwei, vier, fünf, sieben, acht, neun, zehn. Beide Beine. Ein bisschen dynamisch, aber nichts verreißen. Und nochmal hoch. Machen wir nochmal mit den Beinen weiter. Und zwar gehen die erst einmal die Knie so außen rum. Und dann geht das ganze Bein gestreckt außen rum. Wie so ein Scheibenwischer, wie der Blockkick. Und nochmal kurz zur Mitte. Und links, rechts. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Baro. Ciao. So, fangen wir an mit den Taekwondo-Techniken. Rechtsrückkampfstellung. Wir machen die Grundkicks mit dem vorderen Bein. Also erst Knie hoch, dann Abchagi. Das ist der erste. Knie hoch, bisschen seitlich eindrehen. Tolyo-Chagi, der zweite. Knie hoch, noch mehr eindrehen. Kick nach vorne, Job-Chagi. Das ist der dritte. Und wir wechseln gleich zur anderen Seite. Gleich mitmachen. Rechtes Bein hoch, Kick vor 1. Rechtes Bein hoch, eindrehen. Tolyo-Chagi 2. Rechtes Bein hoch, noch mehr eindrehen. Nach vorne, Job-Chagi. Und 3. Und Wechsel. Ganz locker. 1 vorne, 2 Tolyo, 3 Job-Chagi. Wechsel. Ab-Chagi vorne, Tolyo-Chagi. Und Job-Chagi. Wechsel. Wichtig, hintere Bein bleibt, wo es ist erstmal. Danach gehen wir mit dem Schritt nach vorne. Also, 1, 2 und Job-Chagi Sidekick 3. Wechsel. Ab-Chagi 1, Tolyo 2 und noch mehr anziehen. Job-Chagi hier und Change. 1, 2, 3, hier. Wechsel. 1, 2, 3, hier. Und Wechsel. 1, 2, 3, 4. Wechsel. 1, 2, 3, 4. 4. Wechsel. 1, 2, 3, 4. 4. Und Wechsel. 1, 2, 3, 4. 4. Change. Good. 1, Bein oben lassen. Gleich. 2. Gleich noch mehr drehen. 3. Und Wechsel. 1, Bein oben. 2, Bein immer noch oben. 3, Job-Check hier. Wechsel. 1, 2, 3, hier. Change. 1, 2, hier. Change. 1, 2, 3. Hier. Change. 1, 2, 3. Hier. Change. 1, 2, 3, hier. Hier. 1, 2, 3, hier. Dann selbe bisschen Schritt nach vorne, Kick 1 und zurück. Schritt nach vorne, Kick 2 und zurück. Jetzt ein bisschen Weg machen, Kick 3 und zurück und Wechsel. Vor 1, vor Tolyo 2, vor Job-Chagi hier. Change. Ab-Chagi 1, Step Tolyo 2, Step Job-3 hier. Change. 1, 2, 3, 4. Wechsel. Ganz schnell. 1, 4, 2, 4, 3, 4. Wechsel. 1, 2, 3, 4. Change. Bisschen Jump. 1 und zurück. Jump, 2, Jump, 3, 4, Wechsel, 1, 2,
3, 4. Und change. 1, 2, 3, 4. Wechsel. 1, 2, 3, 4. Nochmal, jetzt nach vorne, Beine in der Luft lassen. 1, 2, 3 und zurück. Und wechsel. Nach vorne. 1, 2, 3 und zurück. Und wechsel. Gehen. 1, 2, 3. 4. Wechsel. 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 1, 2, 3. 4. 4. Und wechsel. 1, 2, 3. 4. 4. Faro. Ciao. Ciao. So, das nächste ist eine kurze Kombination. Ich zeige es einmal ganz vor und dann machen wir es schrittweise miteinander. Also wir gehen von hinten, rechte Hand nach vorne, 1, Yok-Sudo, zurück, Sudo 2, dann nochmal einen Schritt nach vorne, Sudo 3 und vorderes Bein, Fersenkick, Pande. Dann gehen wir auf die andere Seite, links Yok-Sudo, zurück Sudo, vorne jetzt aber Sudo und jetzt vorderes Bein, Pande. Gut, Baro, das machen wir als Kombination, schön schrittweise. Also wir starten, Sudo, das heißt Gewicht hinten, vorne nur so auf dem Dippteil. Wir nehmen die rechte Hand für einen Yok-Sudo mit dem rechten Bein. Jetzt dreht das rechte Bein weiter, hintenrum Sudo. Den Teil nochmal, rechte Hand Yok-Sudo 1, linke Hand Sudo 2. Nochmal, 1, 2. Also rechts geht, 1, 2. 1, 2. 1, 2. Gehen wir den zweiten Teil, rechter Fuß geht vor, aber jetzt Sudo und rechter Fuß geht Pande vom gestreckten Bein. Andere Seite, starten, linke Hand, linkes Fuß vor und zurück, rechte Hand. Nochmal, links Yok Sudo, zurück, rechts Sudo. Links Yok Sudo, rechts Sudo. 1, 2. 1, 2, nochmal, 1, 2, flüssig, 1, 2, linke Hand kommt vor für Sudo und linke Bein geht Pandekia. Also das jetzt zusammen, rechte Seite, rechte Hand 1, linke Hand 2, rechte Hand Sudo, rechte Bein Pande. Jawohl, links, 1, Yok Sudo, zurück Sudo, vor Sudo. Und Pande. Gut. 1, 2, 3, 4, 4. 1, 2, 3, 4, 4. 1, 2, 3, 4, 4. 1, 2, 3, 4, 4. Hier. 1, 2, 3, 4, 4. 1, 2, 3, 4, 4. Jetzt kontinuierlich 1 bis 4. 1, 2, 3, 4. 1 bis 4. 1, 2, 3, 4. Bisschen schneller. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. Noch schneller. 2, 3, 4. 1 bis 4. 4. Jetzt erste Teil mit Knie hochnehmen, gar nicht mehr absetzen. 1, 2, dann 3, dann 4. 1, 2, 3, 4. Also Knie hoch, 1, 2, 3 und jetzt 4 Ferse wie vorher. 1, 2, Sudo, 4. Schneller, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 4. 1, 2, 3, 4, 4. 1, 2, 3, 4, 4.
1, 2, 3, 4. Hier. 1, 2, 3, 4. Hier. 1, 2. Jetzt gehen 3. Bisschen Jump, Ferse 4. Das ist natürlich nur ein bisschen schwieriger. 1, 2, 3, Jump 4. 1, 2, 3, Jump 4. 1, 2, 3, 4. 4. 1, 2, 3, 4. 4. Natürlich, wenn es mit dem Jump nicht geht, einfach die Kombination machen wie so davor. 1, 2, 3, 4, 4. Wenn es mit Jump geht, mit Jump. 1, 2, 3, 4. Nochmal. 1, 2, 3, 4. Nochmal ganz ohne. 1 gehen, 2 gehen, 3 Sudo Ferse. Und andere Seite, Jog Sudo, 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 4. Good. Barrel. Tail. Tayo, Kyunge. Nächster Teil, ich zeige es wieder vor. Sudo starten, rechte Hand kommt von hinten. Das ist so ein Inside-Block. Dann gehen wir ganz am Schluss. Jump-Block, Inside und hintenrum Ferse-Kick. Wir bauen das natürlich langsam auf. Inside, Jump-Block, Inside, hintenrum Ferse-Kick. Dafür den ersten Teil nur. Wir drehen die Hüfte. Rechte Hand kommt von hinten nach vorne. Inside Block. Dann nochmal andere Seite. Eins, Inside Block. Eins rechts, Inside Block. Eins links, Inside. Eins rechts, Inside. Wie so ein Scheibenwischer. Eins und Block. Und eins und Block. Eins und Block. Dann machen wir das zweite dazu. Also 1, Block, jetzt drehen wir hinten um, nehmen das linke Knie hoch. Dann macht der Scheibenwischer nochmal genau dasselbe. Andere Seite, links 1, Block, rechte Knie geht hoch und links mit dem Scheibenwischer. Also wir gehen 1, Knie hoch, bisschen Jump 2, links 1, Knie hoch, bisschen Jump. Wenn es mit dem Sprung nicht geht, macht ihr 1, hintenrum geht nur einmal das Knie hoch und nochmal Block 2. Das ist auch vollkommen okay. Dann nochmal links, Knie geht hoch und nochmal. Auch das kann man ein bisschen schneller machen. 1, Knie hoch, 2. Dass wir die Richtung kriegen. 1, Knie hoch, 2. Jawohl. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Probieren wir es mit dem Sprung. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Also ihr müsst die Hüfte nach dem ersten weit drehen und hier wegspringen. Andere Seite. 1, Bein hoch, Jump 2. Okay, 1, 2, 3. Ja. Und 1, 2, 3. Ja. 1, 2, 3. Ja. 1, 2, 3. Ja. Dann wollen wir am Schluss einen Fersenkick anschließen. Den nehmen wir erstmal trocken, umsetzen, Oberkörper drehen, Ferse. Können wir ja schon. Umdrehen, Ferse. Nochmal umdrehen, Ferse und Ferse. Hier, andere Seite. Erst orientieren, erst umdrehen, dann Ferse ganz waagrecht ziehen. Erst Oberkörper, dann Ferse ganz waagrecht. Und Ferse, hier und hier. Und dabei den Kampfstein mitnehmen. Hier und immer Arme mitnehmen. Hier. Okay. Nochmal in der Kombination. Rechts fängt an, Scheibenwischer 1, hintenrum Scheibenwischer 2 und weiter drehen, Ferse, hier. Andere Seite, 1, Jump und Ferse. Und da muss ich mein Mikro festmachen. Okay,
Ich hoffe, das halt. Machen wir so weiter. Eins, Jump, Ferse. Eins, Jump, Ferse. Kehr. Eins, zwei, drei. Kehr. Andere Seite. Eins, zwei, Kehr. Nochmal zusammen. Eins, zwei, drei. Kehr. Und eins, zwei, drei. Kehr. Paro, ciao. Kyunge. Eieiei, da ist doch glatt das Mikro davon. Darum muss man die letzte Übung eine Minute kürzen. Jetzt haben wir eine Minute gewonnen. Da können wir noch ein bisschen Cardio reinmachen. Und eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Dann das linke Bein vorne. Eins, zwei, drei, vier, fünf, immer schneller werden, sechs, sieben, acht, neun, zehn und wechsel. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Und Mitte und durchatmen. Eins, zwei, kommt bloß noch eine Übung, drei. Und dann noch Stretching und Kraft am Schluss natürlich. 6, 7, 8, 9, 10. Und Paro, ciao. Ciao. Okay, letzte Übung. Ist ein bisschen Fersekick. Und ja, da legen wir bei uns ganz besonderen Wert drauf. Wichtig ist, dass wir aus der Hüfte sauber arbeiten, nur ganz wenig das Knie. Also deswegen fokussiert euch auf die Hüfte. Wir machen das gleich mal so als Warm-up. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dass ihr hier schön aktiviert. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Starten wieder mit der Kampfstellung. Linkes Bein ist vorne. Wir drehen wieder ein, so wie bei den Jobchuggies eigentlich auch. Nehmen das Bein gerade vor und kicken hier aus der Hüfte. Nochmal die Seite hoch und rüber. Hoch, rüber, hoch, rüber. Machen wir vorne rum, schnellen Wechsel. Bein hoch und rüber. Muss noch nicht so hoch sein. Rüber. Also hoch schon, aber vielleicht so Hüfthöhe. Eins, zwei. Eins, zwei. Ihr seht, wir drehen unten wieder das Standbein ein. Wechsel. Jetzt versuchen wir das dynamisch. Standbein eindrehen und ein bisschen höher. Dann geht das Bein in so einem Halbkreis. Nochmal. Kick. Und kick. Und kick. Und Wechsel. Selbe hier. Standbein eindrehen. Bein geht hoch aus der Hüfte. Kick. Und kick. Und kick. Jump, Wechsel, Kick, Wechsel, Kick, Wechsel, Kick. Zweimal Wechsel, eins, zwei, vorne, Kick. Einmal Wechsel, Kick. Zweimal, Kick. Einmal, Kick. Dann selbe hinten rum. Wir setzen erst um, Oberkörper, Bein nach vorne, stoppen aber auch vorne. Selbe hier, umsetzen, eins, drehen, zwei, Ferse. Genau, selbe Kick, bloß aus der eingedrehten Position. Bein durchziehen, gibt's auch, machen wir jetzt aber nicht. Also vorne ist eins, umsetzen, Oberkörper drehen, vorne, zwei. Eins vorne, zwei, eindrehen hinten. Vorne, hinten, vorne, hinten, Kia. Wenn ihr es alle richtig steht, macht ihr immer automatisch wechseln. Also rechtes Bein 1 vorne, linkes Bein 2. Jetzt linkes vorne, rechts von hinten, Kia. 1, 2, Kia. 1, 2, Kia. 1, 2, Kia. Machen wir immer vorher zweimal wechseln. Eins, zwei, vorne. Eins, zwei, hinten.
Eins, zwei vorne. Eins, zwei hinten. Hier. Okay, Mikro. Das bleiben, wo es ist. Eins, zwei vorne. Hier. Eins, zwei hinten. Hier. Vorne. Und hinten. Hier. Vorne. Hier. Und hinten. Hier. Jetzt Wechsel 1, Wechsel 2, Büssel, Sprungkick 3. Wechsel 1, 2, hinten rum, Sprungkick 4. Also 1, 2, vorne, Kier. 1, 2, hinten, Kier. Beide Beine wegspringen. 1, 2, Jump. 3, 4, Jump. Kier. 1, 2, Kier. Und hinten rum. 1, Kier. 1, 2, Kier. Kier. 1, 2, Kier. Und kurz atmen, nach unten tief. Und nach oben. Und bloß noch einmal wiederholen. Eins, zwei, vorne. Eins, zwei, hinten. Nochmal. Eins, zwei, vorne. Eins, zwei, hinten. Baro, Chairo, Kyonge. Ja, da muss ich mir noch was einfallen lassen. So, ich hoffe, es hält jetzt nur für das Stretching. Dann extra hier so einmal quer rum. Naja, sehen wir gleich. Gut, dann verbinden wir jetzt im letzten Teil noch ein bisschen Stretching mit Kraftübung. Also wir gehen erstmal runter seitlich den Cossack Squat. Das ist jetzt die Stretch-Seite. Da sind wir nur unten. Lass uns da ein bisschen reinfedern. Und dann gehen wir aber aus dieser Beuge hoch. Machen wir mal den hier als Kraftübung. Eins, zwei, drei, vier, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Andere Seite. Erst runter. Erst rein stretchen. Und dann gehen wir hoch. Ruhig mit den Händen stabilisieren. Aber ihr seid ja hier in diesem fortgeschrittenen Training. Das sollte schon gehen vom Stretching her. Also hoch, tief, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Dann stretchen wir nach vorne. Aber gleich mit dem Loaded Stretch gehen wir in den langen Schritt hinten auf den Zehenballen, vorne auf den ganzen Fuß, beziehungsweise versucht man so auf den Zehenballen, Fußkante, Ferse, oder geht es dahin, vom ganzen Labern. Ja, bleiben wir schön gerade und gehen immer hoch tief, pumpen da eigentlich unseren Oberschenkel auf, aber gleichzeitig gehen wir halt in diesen schönen aktiven Loaded Stretch, der uns ja für den Frontspagat dann besonders viel bringt. Ja, waren das schon 20? Ne, vielleicht noch nicht. Noch 5, 1, 2, 3, 4, 5. Wir wechseln. Links vorne, rechts hinten gestreckt. Und immer lächeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 und 20. Lockern. Einmal kurz nach vorne beugen. Ziehen wir hier lang. Beine so gestreckt wie möglich. Am Schienbein runter. Und dann gehen wir von hier kurz runter. Tiefe Hocke, dass ich das Schweißband hier dran habe. Sehe auch wieder was. Gehen wir hier ein bisschen links, rechts. Suchen immer ein bisschen tiefer zu kommen mit der Hüfte. Und drehen uns so seitlich, bis da das Knie sogar mit auf den Boden geht. Und dann nehmen wir nochmal rechten Arm am Boden. Linke Arm geht hoch. Stretchen uns da schön rein. Und auf die andere Seite. Obere Arm dreht. Und gehen wir nochmal hoch, nochmal 20 Sekunden Squat halten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 und Baro. Ciao. Kyonge. Ja, super, habt ihr es geschafft. Congratulations, ja, seid bald wieder dabei und für mehr Videos, für mehr Workout, Taekwondo, Fitness, Stretching, Like, Share, Comment, Subscribe, hilft dem Kanal, hilft mir, mich zu motivieren und dann gibt es mehr davon. Haut's rein. Kia!